Techno-Music mit Chipotle gibt es jetzt auch ohne Pille. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Smoke Brothers. Puppet Brothers. Bei den Puppet Brothers. Genau. Was es mit der Pappe auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. Bis gleich. Heute ein paar Shisha-Tricks. Fangen wir erstmal mit ein paar Basic-Sachen an. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video gesehen, in dem wir euch ein bisschen erklärt haben, wie Ringe funktionieren. Denn auf diesem Video baut dieses Video auf. Erstmal zu Standard-Trick würde ich sagen, Ringringe. Ringringe? Ringringe. Ringreihe. Nee, Reihenringe? Ringkette. Na, keine Goldkette, die Ringkette. Hey. Hey. Meinst du, mit YouTube Money müssten wir eine Goldkette bekommen? Abonniert den Channel, um es herauszufinden. Die Ringkette ist an sich ganz einfach, baut auf die normalen Ringen drauf auf. Also mal ein bisschen rutschen, weil ich bin hier ein bisschen behind the Shisha. Behind the Shisha. Da sieht man nur meinen muskulösen Bizeps. Okay. Gut. Ringkette, einfach ganz einfach, normale Ringe. Ein bisschen stark frequentierter. Und in einer schönen Bewegung von unten nach oben, links nach rechts, wie wir es euch im letzten Video schon mal angeschnitten haben, eigentlich ganz easy, oder? Naja, relativ schwierig, was die Dosierung angeht. Merkt schon, der Flo muss... Werde gleich sehen. Der Flo muss nämlich jetzt ganz vorsichtig die Ringe machen, dass da so viele rauskommen, dass die sich mit dem Ausatmen nicht gegenseitig verwirbeln. Ist an sich nicht weiter schlimm, ihr müsst halt auf die Kopfbewegung achten, auf euer Ausatmenverhalten. Es klappt nicht immer vorab, da braucht man wirklich sehr viel Übung dafür, weil ihr wirklich richtig krass pumpen müsst dafür, wie ein Maikäfer. Damit die Ringe auch halbwegs ordentlich aussehen, weil wenn ihr es zu schnell macht wiederum, wie bei mir gerade, verwirbeln sie sich. Der Rauch blockiert die Ringe. Deswegen auch wirklich Kopfbewegung dabei machen. Das kriegt ihr nicht aus dem Stegreif hin. Also aus dem normalen Pusten. Und ganz wichtig, ihr dürft auch nicht die Ringe aus dem Unterkiefer machen, sondern müsst ihr auch wieder mit diesen Ausatmungsgeräusch machen. Leicht dosierter Druck, nicht übelst stark. Nur so ein ganz kleines bisschen den Rauch nachhelfen, dass es rauskommt. Genau, kommen wir zum zweiten Trick. Wir haben nämlich ja gesagt, mit Pappe machen wir jetzt einmal ein paar Riesenringe. Das habe ich auch schon mal in einem Instagram-Video erzählt. Weg mit dem Dampf hier. Ganz easy. Ihr müsst bloß auch wieder versuchen, das schön zu dosieren, dieses Ausatmen. Und dann kriegt ihr ganz, ganz leicht mit einer Papprolle schon mal Ringe hin. Ihr könnt das auch als Vorübung benutzen für die richtigen Ringe. Folgt uns auf Instagram. Sieht zwar jetzt nicht so krass aus und ich würde auch nicht in die Shisha-Bar gehen mit einer Küchenrolle, aber ihr könnt es machen. Es funktioniert. Es funktioniert. Wunderbar. Wie musst du das genau machen? Naja. Einfach nur auspusten, ne? Wichtig auch wieder mit diesem kleinen Geräusch, dass ihr mit ein bisschen Druck rauspumpt. Ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Druck als bei normalen Ringen, aber an sich keine schwere Angelegenheit. So, dann haben wir jetzt noch den nächsten Trick gleich im Anschluss, auch wieder mit der Papprolle. Ein bisschen die in reines Fit tunken, ganz wichtig, Fit. Nicht verdünnen, damit auch hier eine schöne Blase jetzt entstehen kann. So, beim ersten Mal hat es geklappt, war cool, dass gleich noch ein bisschen was da war. Auf jeden Fall könnt ihr Ringblasen machen. Gerade für irgendwelche Detailshots oder Videos ist es immer relativ geil, wenn ihr so diese Blase langsam nach unten gleiten lasst und dann platzt sie auf. Sieht mega geil aus. Ja, auch nichts Schwieriges. Dosiert einatmen und dann so ein ganz kleines bisschen ausatmen oder so ein ganz kleines bisschen einfach versuchen, das rauszudrehen. So eine leichte Schwingungsbewegung. Schön den Schwingel. Bisschen einatmen und dann fällt er raus, der kleine Dödel. Ha,
Easy. Na, bei der ersten hat es ja auch wieder geklappt. No? Könnt ihr auch an euch selber... Nee. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hass. Genau. Einfach mal drehen lassen. Die Jungs wissen, was wir machen. Yeah, boy. Schrauber. Mach den Shisha-Kugel 187, Junge. So. Dann gibt es noch einen weiteren Trick, und zwar das Wegschieben einer Kugel. Einer Kugel. Eines Ringes. Immer Bowling. Bowling nennt man sowas. Kann man auch in der Shisha-Szene machen, wer jetzt gedacht. Dafür einfach einen ganz normalen Ring machen. Und den dann langsam wegschießen. Kann man natürlich auch zigtausend Varianten machen. Man kann den drehen dabei, man kann den von unten nach oben heben. Das kann ich vielleicht auch nochmal versuchen. Easy peasy, man kann das auch mit zwei Händen machen. Ne? Brauchen wir ein bisschen mehr Dings hier. Haben wir. Ich hole einmal den Kohlekorb ran. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch da auch selber Sachen ausdenken. Es gibt unzählige Varianten an Shisha-Tricks. Das waren jetzt so die absoluten Basics, die jeder von euch hundertprozentig nachmachen kann. Einen kleinen Versuch können wir noch starten, wenn vor mir jetzt, ne? Ja, ich probiere jetzt auch nochmal den Schwingelwingel aus hier, weil das eigentlich auch ganz lustig ist. Das ist auch mal ganz schön, wenn ihr in einer kleinen Gruppe sitzt. Habt ihr immer was zum Lachen, weil wenn da jeder mal sein Dengel, sein Dings hier, ne? Ihr wisst schon. That you could do. Natürlich, bei mir funktioniert es natürlich wieder nicht. Ich bin ja nicht so geübt wie der Colin. Ja? Ah, fast hätte es geklappt. Ja, wie gesagt, ist was Schönes hier, wenn ihr in einer Gruppe sitzt, könnt ihr mal ein bisschen flexen, auch wenn ihr keine Ringe könnt. Genau. Und ihr könnt, wenn ihr euch da ein bisschen Seifenzeug auf die Hand macht, könnt ihr auch mit viel Glück die Kugel auch versuchen zu halten. Na, soll ich doch mal versuchen? Die sind ja mehr so affin in dem Schwingeldingel. Natürlich jetzt nicht Corona-konform, ne, aber. Wir sind die Brüder. Wir sind Brüder. Der Dampf hält uns zusammen. Ja, das ist ein bisschen, auch ein bisschen fortgeschrittener, muss man auch schon sagen, ne? Ja gut, das... Er hat sie berührt. Ich hab sie berührt! Oh, Scheiße, jetzt hab ich den Bowl nass gemacht. Mach, hab ich so. So, was auch noch jetzt, bevor das Video so lang wird, relativ fortgeschritten ist, ihr könnt auch versuchen, zwei Ringe gleichzeitig zu machen. Kriege ich aber selber jetzt noch nicht so gut hin. Aber du kannst mal probieren. Genau, es hat schon öfters geklappt, wenn die Kamera nicht läuft. Ist immer eine Tricksache. Zufallssache. Ja, das ist eigentlich auch nie so schwierig. Ihr müsst halt die Standardringe erstmal beherrschen, um das hinzubekommen. Nehmt einfach euren Zeigefinger. Ihr könnt auch den Mittelfinger nehmen und den kleinen Finger. Und haltet den quasi vor euren normalen Ringmund. Genau. Drückt ein bisschen an, ne? Genau. Und wichtig ist, achtet dabei, wenn ihr Ringe macht, nur auf einen Ring. Der zweite kommt dann. Ja, ich kann das halt nicht so gut. Aber da gibt es noch einen anderen Trick, der an den quasi anknüpft. Und zwar euren Mund dabei bewegen. Habt ihr das gesehen? Mhm. Ihr bewegt quasi nicht euren Kopf, sondern nur eure Lippen. Das kann ich jetzt auch nochmal demonstrieren. Wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht, weil hier kein Dings mehr drauf ist. Auch nicht mehr so wie Dunst, aber. So, kreuzt die Schwerter, die Schläuche.
Haben wir gesehen, kam immer seitlich raus. Das ist auch ganz cool für ein paar Variationen, die ihr machen könnt. Ist einfach der normale Ringmund, nur halt ein bisschen versetzt, so. Ja. So. Ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Wir haben euch ein paar Tricks auf jeden Fall gezeigt. Ja. Versucht's einfach mal. Ein bisschen Übung gehört immer dazu. Und dann kommentiert auf jeden Fall das kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder welche Ringtricks oder andere Tricks wir euch noch vorstellen sollen, welche wir mal probieren können, die ihr so daheim macht. Like das Video. Lasst ein Abo da. Folgt uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Smoke Brothers. Also ein bisschen Autismus gehört schon dazu, ne?